Ihr geht wahrscheinlich auch noch auf andere Festivals, ne? Was macht für euch das Dong aus so im Vergleich zu anderen Festivals? Dass das so klein ist. Ich mag das nicht, wenn das so riesengroß ist. Weil da kommen Idioten hin, die mit der Musik auch gar nichts zu tun haben. Ne, das ist nicht schön. Ja. Ich hab das lieber so klein. Viel, viel netter, viel umgänglicher. Ich bin eigentlich kein Festival-Fan, also nicht so groß. Wenn dann Rock hart, aber dann immer nur hinfahren und wieder zurück ohne Zelten. Da kannst und aber hier, auch das ist so ein einzige Festival, wo ich sag so, da bin ich mit all meinen Freunden dann halt hier zelten. Das ist gemütlich. Wenn ihr schon so lange hierher kommt zum Dong, dann habt ihr auch die Entwicklung so ein bisschen verfolgt. So, was ist euch da aufgefallen? Das ist so ein Stück weit auch professioneller geworden. Das, was ich schon gut finde. Bezahlbare Toiletten. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das war ich will nur noch die duschen. Letztes Jahr war ja das erste Mal, dass sie diese Bezahlklos da haben. Keine Dixie-Klos, sondern richtige Spülklos da hängen. Und ist, glaube ich, ein Familienbetrieb oder so. Jedenfalls kam mir dazu vor. Kann sein, ja. So, Mutter-Tochter. Ja, ja. Und so eine gute Stimmung an der Schlange. kannst du dir vielleicht nicht vorstellen. Aber wir standen da an der Schlange und da war eine bessere Stimmung als am Bierstand. Ne? Das Geile ist auch, hier kommen Bands hin. Die habe ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gestern zum Beispiel die Band aus Ägypten, Scarl, habe ich mir angeguckt, habe ich vorher noch nie was gehört. Und ich muss sagen, gestern hat mir wirklich jede Band, auch die erste Band jetzt, durchweg alles gefallen. Na geil. Und ich habe mir auch alles angeguckt. Das hat man nicht immer, dann gammelt man irgendwo um Zeltplatz rum oder so oder macht was anderes. Finde ich auch so schön, dass das so klein ist. Bei großen Festivals, da musst du ja wieder so viel laufen. Da guckst du dir weniger Bands an, weil die Laufwege so groß sind. Ja, und man hört ja viel auch aus dem Zelt, am Zeltplatz. Und wenn dir das so gefällt, kann man ja noch reingehen. Sabaton haben wir 2008 hier gespielt und vorher, glaube ich, nicht so in Deutschland, nur der zweite Gig. Okay. Und dann haben die hier gespielt und haben da draußen gerockt ohne Ende. Und dann war ich dann noch später mal, noch nach ein, zwei Jahren nochmal auf dem Konzert in Essen im Tuborg. Und dann meinte er so, ja, damals, ne, jetzt sind wir schon ein bisschen bekannter, aber damals so im Parkhaus Maidicht und im Dong, das war so der Startschuss so, und so die geilsten Konzerte, was sie von sich gesagt haben. Wie kommt ihr denn an solche Bands dran? Also sind das die Bands, die sich bei euch bewerben oder scoutet ihr jetzt? Nee, das sind tatsächlich oftmals Bands, die sich auch bewerben. Zum Beispiel Scarab aus Ägypten, die gestern gespielt haben, die haben sich bei uns beworben. Die Argentinier haben sich bei uns beworben. Mit denen standen wir auch schon vor einiger Zeit in Kontakt, das hätten wir auch schon gerne früher gemacht. Nur das war halt nicht möglich, weil die Band immer versucht halt eine kleine Tournee zu bauen. Das scheint, glaube ich, diesmal gelungen zu sein. Zumindest sind sie hier. Mhm. Ja, manchmal gehört einfach ein bisschen Glück dazu. Viele von denen bewerben sich. Und andere bekommt man über Agenturen vorgeschlagen. Mhm. Und dann hört man da mal rein und schaut, ob das irgendwie passen könnte. So war es jetzt zum Beispiel bei I Wrestle the Bear Ones. Die fanden wir gut. Also fanden wir echt interessant, weil es einfach mal so ein Experiment auch so ein bisschen für uns ist. Also wir sind durchaus mal Freunde von neuerer Musik. Die muss dann noch nicht mal allen von uns gefallen. Aber wenn wir so sehen, das ist irgendwie eine witzige Einstellung, die Band hat und ein frischer Sound, dann probieren wir das gerne mal aus. Das ist immer spannend, dann zu sehen, wie das Publikum reagiert, wenn er nicht so zum Kernthema eigentlich gehört. Und irgendwie spricht sich da drum. Zum Beispiel, wenn man eine Band, wir hatten immer 2011 die erste Band aus der Ukraine. Und dann haben wir im nächsten Jahr haben wir mehr Zuschriften aus der Ukraine bekommen. Und merkst du direkt, dass die dann auch mit ihren Leuten reden, mit was weiß ich, Bands im selben Proberaum oder mit denen, ja, die dann auch. Ja, gerade gesagt. Genau. All right.